Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Und wie ihr sehen könnt, haben wir wieder, ja, normales Wetter und buff mich, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt. Wir sind hier derzeitig im, im schönen, wie hieß der Kapf nochmal? Achterwehr, genau, wir sind in Achterwehr. Achterwehr ist ja der Endpunkt unserer heutigen Bemühungen, um hier von Grunsheim dann halt eben entsprechend rüberzukommen. Da müssen wir dann halt eben mal schauen, wie wir das jetzt am schlauesten machen. Aber ja, das wird heute das Ziel. So, werfen wir mal einen Blick auf die Verteilung. Okay. Ja, okay, dann würde ich doch mal Folgendes vorschlagen. Ach Gottes Willen, hier sind hier wieder... Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir ihn hinpacken. Denn hier würde ich sagen, als Durchgangsbahnhof mit zwei Gleisen... Machen wir mal ruhig 240 Meter. Huch. So. Haben wir es hier ein bisschen einfacher, was das angeht, dann nachher. Gut, hier müssen wir uns dann nochmal so ein bisschen dran vorbeiwürgen, aber ich glaube, das ist die allemal schlauere Lösung, als wenn wir hier jetzt irgendwie versuchen, uns da noch groß durch die Gegend zu buddeln oder sonst was irgendwie. Okay. Gut, dann wollen wir doch mal, bevor wir hier in irgendeiner Art und Weise jetzt, loseiern. Unsere üblichen Ausbauten an den Start bringen, dass wir hier in dem Dorf auf jeden Fall schon mal das Wachstum so ein bisschen ankurbeln. Das ist halt eben ein echtes Bergdorf hier, ne? Also hier ist so richtig, richtig Steigung drin, ne? Und zwar so extrem. Und zwar so extrem, da geht's so richtig rund. So, das ist der RE12 nach Stubbendorf. Ich weiß nicht, ob der auf einer Linie unterwegs ist, die hier momentan noch keine... Ja, die sind... Okay, die sind nicht elektrifiziert. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall erstmal beikommen und nochmal... Außerdem haben wir hier noch die Klasse A4. Die haben wir noch gar nicht im Einsatz gehabt. Ja, das war ein schönes, was man immer so dranhängen könnte. Das wären eigentlich schon durchaus BC4 wert, oder? 4 Meter zu viel. So, wunderbar. Das sieht doch gut aus. Dann kann der da getrost umwechseln. So, dann wollen wir doch mal hier hochgehen. So. Und hier rüber. Zwei Gebäude werden entfernt. Okay, da habe ich ein bisschen eng gezogen. So, dann haben wir doch hier die Möglichkeit, jetzt einmal kreuz und quer zu fahren. Und das werden wir jetzt auch tun. So, Haltestellen. Hallo? Falsches Asset. Da. So, wunderbar. Also, wir fahren mal erstmal hier hoch. Dann geht's hier runter. Da rein. Hier rum. Da wieder zurück. Und hier mache ich auch nochmal ein. Und von dort aus dann dahin. Ja, das kann man doch so mal als Linie machen. Achterwehr.
Das ist die BBVG 8er Wehr. So, und die geht diesen Weg. Uiuiui. So, okay, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt brauchen wir noch irgendwo was wie ein Depot. So. Und dann können wir mal beikommen und hier jetzt gleich als nächstes ein paar Busse mit dazu stellen. Im Moment ist das halt eben immer noch unser bester Bus. Jawohl. Der geht nach Achterwehr. So, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen übertrieben, aber wenn die erstmal wachsen, dann kriegen wir das schon hin, würde ich sagen, ne? Also, gut. Ups, das war's. Sorry, Leute. Uiuiui. Okay, ja, ich werde so ein bisschen verschnupft. Das ödet mich gerade tierisch an, aber lässt sich nun mal nicht ändern. Jetzt müssen wir sehen, wie wir hier mit der Bahnlinie am schlauesten nach unten kommen. Aber das sieht momentan nicht so schlecht aus. Okay, wunderbar. Kommen wir hier durch? Gar nicht. Okay. Dann machen wir es anders. Wo keine Durchfahrtsmöglichkeit ist, wird halt eben gesprengt. So. Hier läuft es dann langsam aber sicher auch zusammen. So. Und da sind wir dann erstmal okay, wunderbar, das geht auch. Gut. Dann können wir hier gleich mal den hier komplett durchziehen. So, sehr gut. Dann haben wir hier auch gleich die dazugehörige Kreuzweiche. So, was haben wir da? Straßenfahrzeug und Zug 4. So, der sieht immer auch richtig geil ranzig aus. So, und auch der bräuchte einen Fahrzeugersatz, jawohl, aber auch die Dinger hier, die kommen weg. Warum nehmen wir nicht auch hier nochmal dann diese Kombo? Übergangsweise. So. Wir dürfen nur nicht vergessen, am Ende der Folge dort dann vielleicht auch nochmal den Linien dann wieder den automatischen Fahrzeugersatz abzudrehen. Nicht, dass wir da in irgendeiner Art und Weise auf einmal dann permanent diese alten Züge wieder reproduzieren. Das finde ich ja auch ein bisschen nölig. So, jetzt wollen wir nochmal gucken, dass wir hier schön rüberkommen. Schnellstmöglich. Ja, das sah doch eben ganz gut aus hier. Genau. Nicht, dass er jemals auf dieser Strecke mit diesen Zügen, die wir derzeitig haben, die 300 km/h erreichen würde. Aber hey, schauen wir mal. Der Bau ist nicht möglich. Warum? Na sowas.
So, ups. Nein. So, besser. Gut, dann haben wir das jetzt hier erstmal wieder gerade. Muss ich mal gucken, wie kommen wir hier jetzt eigentlich wieder... Wir bauen von hier jetzt mal Richtung... Fluss und dann können wir die sich in der Mitte nämlich dann treffen lassen. So, hier raus. Okay, so. Ganz scharfes Ding hier. Das ist die Frage. Wie machen wir das? Oh, da rechts ran und dann so quer. Hier vielleicht rum. Mal gucken. Wollen wir mal gucken, ob wir das so gedreht bekommen. Ja, es sieht doch auch gar nicht so schlecht aus hier. Okay. Ja, das ist es. So, und jetzt können wir in einem... Erst die linke Spur... so machen. Okay. Einsteintransporter. Okay. Dann gucken wir doch mal. Da brauchen wir einen Dumper. Genau, da ist er. Weil ich will ja nicht, dass wir hier aus irgendeinem abgefahrenen Grund auf einmal wieder anfangen, irgendwelche Rohmaterialien durch die Gegend zu schippern. Hi, der Wissenschaftskapitän. Was um alles in der Welt ist das? Das ist ja eine Staumauer. Okay. Oh, nehmen wir die? Beziehungsweise nehmen die mal. Aha. Baumaterial auch hier. Da brauchen wir den Flatbed für, ne? Genau. So. Dankeschön. Und dann jetzt hier auch rüber. So, wunderbar. Sitzt, wackelt und hat Luft. So, will ich hier noch was machen? Eigentlich erstmal nicht. Wir werden die Linie bauen. Das ist der RE24. Von Grunsheim nach Achterwehr. Der Grack, wie er auch liebevoll genannt wird. So, gucken wir mal. Er will jetzt sogar schon zweigleisig fahren. Das ist doch total super und es sieht auch gut und richtig aus. Lass mich mal gucken. Ja, die Linien kommen sich da so ein bisschen ins Gehege. Hm? Wir gucken uns das mal an, ob das hinhaut oder nicht. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Signale, damit das hinhaut. Damit die sich nicht im Weg stehen, werden wir hier mal beikommen und dann dementsprechend ein bisschen den anderen einbremsen. So. Hier nochmal was in die Mitte. Da noch ein. Und dann hier noch. So. Okay, und auf die... Was denn nun noch?
Ach, verdammt. Es kommt davon, wenn man sich von den Dingern ablenken lässt. So, was ist Baumaterial 2? Den hatte ich eben noch nicht. Oh, den Flatbed für Baumaterial. Okay. Austauschen. So, dieses Signal hier muss weg. Das steht im Weg. So, jetzt müssen wir hier noch was hinsetzen. Da noch was hin. So. Und hier. Machen wir hier noch am Bahnhof. Und dann sorgen wir nochmal für hier für ein, zwei Zonen. Perfekt. Das sieht doch gut aus. So, dann wollen wir doch mal sehen, dass wir hier entsprechend was hinbekommen. So. Was machen wir denn hier mal Schönes hin? Da wäre eine Straße, da wäre das Depot. Kommen wir da hin? Ist die große Frage. Gleise, so. Fangen wir mal hier raus. Sieht doch nicht so schlecht aus, oder? Ja. Einmal frei. Gut, dann kommt hier jetzt das Depot hin. Ach, wir könnten natürlich auch eins der anderen nehmen, ne? Mal gucken. Ob wir das da rankriegen. Nö. Viel zu groß. Ah. So. Das schleudern wir mal eben gerade darum. Und stellen es so dicht wie möglich. Hierhin. So. Das ist jetzt natürlich ein bisschen so. Prima. Sehr gut. Okay, dann lass uns doch gleich was Schönes hier für diese Linie kaufen. So, wollen wir mal gucken. Dampf, elektrisch, hat sich noch nichts getan. Diesel haben wir noch nicht. Wir hätten jetzt natürlich den roten Pfeil, aber 18 Passagiere auf einer Hauptlinie ist nicht unbedingt das, was mir vorschwebt. Also werden wir hier was Passendes zusammenstellen und nehmen nochmal eine grüne Kombo. So, prima. Klonen wir auch und die kommt auf die 3 oder 24, war das da. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden, okay. Das liegt daran, dass wahrscheinlich hier... Ja. Okay, gut. Hä? Nehmt ihr Drogen oder was? Das ist doch unglaublich. Was soll denn dieser... Das habe ich mich beim letzten Mal schon gefragt. Was soll der Mist? Ich meine, das ist dieser Mod von Urban Games, wo es halt eben um die gekrümmten Bahngleise geht. Aber das ist Quatsch. Aufrüsten. Standard. Null. Anwenden. Und jetzt habe ich hier Und den auf dem falschen Gleis.
Warum stellt ihr das so ein, Jungs? Das ist doch totaler Humbug. Unglaublich. Kann ich den hier jetzt gleich erstmal wieder zurückrufen. So, und dann müssen wir jetzt nochmal gucken, wie das ist mit Elektrifizierung. So. 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 Das sieht gut aus. Und er hat sich schon wieder gedreht. Das ist doch unglaublich. Okay. So. Da kommt er. Der fährt jetzt weg. Beziehungsweise der hält. Das ist auch okay. Und ich würde sagen, mit dem zweiten sieht man nicht nur besser, sondern mit dem fahren wir auch mit. Und zumindest den ersten Teil möchte ich in Form einer klassischen Mitfahrt machen. Das zweite Stück hinter der Brücke, das können wir uns gerne mal dann auch wieder aus der Fahrerstandsperspektive angucken. Weil ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Und da haben wir es auch schon. Super. Ah, ich habe es befürchtet, das würde nicht funktionieren. Achso, ja, ich weiß. Ich habe ihn ja noch hier. Ab ins Depot. Wieso stehen die Gleise jetzt vor allen Dingen auch erstmal so? Na, da gucken wir doch mal, ob er das jetzt richtig macht. Fahr mal rein hier. Oder fehlt ihm auch hier die Elektrifizierung? Nö, ist alles voll elektrifiziert. Ist auch 160 Meter Bahnhof, also eigentlich total gut. Alles in Ordnung.
Irgendwas ist hier doch nicht richtig. Warum will der jetzt dahin? Da muss hier ein Stück Elektrifizierung fehlen. Das ist mir anders nicht erklärlich. Nein, das ist okay. Na gut, wenn er unbedingt möchte, dann machen wir das eben so. Gibt es hier noch einen Wegpunkt? So. Dann die Linie, bevor er nach Achterwehr fährt, also hier, müssen wir dann den als neue Haltestelle mit einfügen. So. Wegpunkt Grundsheim. So. Naja. Nochmal einmal drehen. Fahr da bitte rein. Ja, weil das klappt jetzt ziemlich nicht, ne? Ab ins Depot. Oh, Manometer. Das ist doch ein Chaos. Und es ist mir nicht klar, warum. Die Signale sind richtig gesetzt. Alles gut. Ah, obwohl, warte mal. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Lass uns mal gerade mal eben gucken. Wir brauchen nochmal ein Gleis, ein Signal dort. So, und dann müssen wir mal gucken. Hier gibt's den. So, das müsste es gewesen sein, hoffe ich doch mal. So, naja, so gekommen wir zumindest noch mal zu ein paar Impressionen dieser Lok. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ja, und schon kommt er da wieder nicht weiter. Das ist doch unglaublich. Lass uns noch mal anhalten kurz. Egal. So, der dürfte auch noch genau dasselbe Problem haben, dass er auf einer Strecke ist, die wir nicht ohne weiteres ändern können. Deswegen machen wir das erstmal so. Die müssen wir dann irgendwann mal zurecht prügeln. So, und bevor wir hier auf der zornigen Stirn ein paar Äderchen platzen, werden wir hier an dieser Stelle dann eben noch eine Kreuzweiche bauen. War nicht möglich, super. Jetzt suche ich wieder den richtigen Ansatzpunkt und dann heult er mich gleich voll. Die Steigung wäre zu hoch. So, warte mal, wo ist das Ding da? Oh nein, sie geht sogar. Prima. Und wir brauchen ein Signal an dieser Stelle. So, dann können wir den hier nämlich auch. So. Jetzt müsste es gehen. Es ist mir halt eben ein Rätsel, weil eigentlich dürfte das nicht sein.
Aber gut, das Spiel meint, es müsse so, dann machen wir es halt eben auch so. Letzten Endes sitzt das Spiel am längeren Hebel. Was soll ich tun? Jetzt kann ich da zuschauen, wie die Züge da immer mehr aufeinander auflaufen. Und dann haben wir da ein riesiges Knäuel, das wir gar nicht mehr entwirrt bekommen. Und ich würde sagen, steigen wir mal ein. Und fahren mal eine Runde mit. So, sehr schön, sehr schön. Da kommt jetzt gleich die Brücke. Und dann werden wir uns da mal auf diese abenteuerliche Steigung hochkämpfen. Bin mal sehr gespannt, ob das alles so passt. Aber wir haben auch jetzt schon Privatverkehr in die Richtung, was ich absolut nicht verstehe, ne? Also, wir haben doch hier ein sehr schönes, schnelles Verkehrsmittel, eine direkte Linie und trotzdem fahren da Leute schon mit dem Auto. Muss ich da einen Flughafen hinsetzen? Fahren wir jetzt hier noch die Steigung hoch, aber kommt auch ganz locker und entspannt hochgerauscht. Und da steht sogar schon jemand. Oh, so einige. Nicht schlecht. Ja, die Taktik am Zielort dann beizukommen und die ganze Geschichte dann vorher einzurichten, bevor wir uns darum kümmern, die Zugverbindung herzustellen, hat sich schon echt bezahlt gemacht. Der fährt jetzt schon mit 19 Mann los und hier stehen drei weitere. Ist doch eine prima Sache. Jetzt lass mal gucken, ob wir hier noch einen Güterverkehr hinkriegen. Okay. Ich sehe Kohle, ich sehe Eisenerz, aber das hatten wir schon mal. Aha, nicht schlecht. So, da muss hier nochmal Baumaterialspedition ersetzt werden. Okay. Die BR-94, du wirst dann wahrscheinlich das nächste, was wir machen werden. Nee, hier haben wir keine passende produzierenden Gewerbe in der Nähe. Das ist natürlich schön doof. Da ist eine Ölquelle. Aber auch das ist noch eine ganze Menge. Kronhorst Stahlwerk, jo, weiß ich Bescheid. Gut, das bedeutet aber auch, dass wir hier an dieser Stelle erstmal fertig sind mit unserem Plan. So, dann hieße es jetzt, die Rettimer Fähre anzuschließen. Aber ich... Oh, wisst ihr, was ich da gerade sehe? Gerade richtig Bock zu habe. Jetzt kommen nämlich
nicht bei. Und sorgen mal schön dafür. Das machen wir heute noch. Sorgen wir mal schön dafür, dass wir hier eine zweite Schifffahrtslinie hinkriegen. Und zwar von hier. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, prima. Das heißt, da müssen wir jetzt nichts weiter machen. Als eine neue Linie zu bauen. So, diese neue Linie geht von hier nach da. Das wird... Exxon. Das ist auch ein bisschen doof, ne? Das wird unser Öltanker. So, dieser Öltanker braucht natürlich auch vielleicht nochmal ein Schiff. Ne? Das kann hilfreich sein. Damit die sich da nicht so in die Quere kommen. Oh, andersrum. So. Warte mal. Braucht er der Straßen? Ne, ich glaube nicht, ne? Das ist dem vollkommen Latte. Schiff kaufen. Was haben wir denn da schon so Schönes? Wir brauchen Güterschiffe, so. Und ich würde einfach mal sagen... Warte, vorsichtig gucken. Öl geht, ja. Was haben wir hier? Geht hier auch Öl? Geht auf beiden. Prima. Dann kaufen wir sie auch beide. Jawohl. Kaufen. So. Linie zuweisen. Öltanker. Und jetzt gucken wir uns die Kisten mal an hier. Komm raus. Oh, ein bisschen groß für die Werft, hä? Boah, ist schon mal eine geile Schleuder, ne? Oh, ist das ein österreichisches Schiff? Sieht fast so aus, ja, okay. Ne, ist es nicht. Was ist das? Blau da noch bei. Aha. Ja gut, aber die sollen jetzt auf jeden Fall erstmal das Öl hier dann liefern. So, und damit das hier weitergeht, werden wir dann logischerweise noch eine Frachthaltestelle brauchen. Nämlich hier. Dann brauchen wir eine weitere dort. So, und dann eine letzte. Es kommt in den... Aber in den Industriebereich. Der Industriebereich liegt hier. Okay. Können wir mal die Mini-Truck-Haltestelle nehmen hier. So, und dann können wir hier nämlich noch die Linie für den Abtransport. So, das ist Spedition Öltreibstoff 5. So. Und zwar startet sie hier, fährt nach da und liefert dann dort ab. So, und ich
brauche logischerweise da. Brauche ich jetzt Tanker? Rohöl, Treibstoff. Wir haben 10 Stück erstmal für den Start. Den Tanker haben wir uns noch gar nicht aus der Nähe angeguckt. Lass mal sehen. Ja, sieht schon cool aus. Prima. Aber das eigentlich wirklich Coole ist hier. Nämlich unsere Schiffe. So, der wartet jetzt. Das ist der Kollege hier. Mal so langsam aus dem Kreuz kommt. Ja, sehr cool. Prima. Dann haben wir hier jetzt die entsprechende, wahrscheinlich jetzt erstmal noch mittelfristig nicht so richtig rentable Geschichte auch am Laufen. Lass uns kurz hier hinschauen. So, wie sieht's denn aus? Der hier. Dann nehmen wir erstmal den Fahrzeugersatz weg. Der ist auch komplett umgebaut. Auch weg mit dir. Auch umgebaut. Weg. Auch umgebaut. Weg. Der ist auch umgebaut. Kann auch weg. Auch umgebaut. Kann auch weg. Auch hier weg. Okay. Sieht auch gut aus. Alles weg. So, der ist umgebaut. Gerade bei den Zügen will ich das natürlich nicht. Dass wir... Den lass mal so, der ist umgebaut, also auch weg. Auch weg. Also wir fangen jetzt mal so richtig an, Geschwindigkeit hier drauf zu schaffen, ne? Wenn ihr mal guckt, so die alten langsamen Kisten, die sind wir los. Den lasse ich da nochmal drin und ich bin mir nicht sicher, ob die dann schon gezogen haben, großen Teils. Da müssen wir nochmal reingucken. Im Zweifelsfall mache ich das einfach mal aus. So, wie sieht's denn aus hier? Okay, der ist unterwegs. Der hat noch kein Öl an Bord, aber das ist auch klar. Ja, der hat was eingebunkert. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber dazu müssen wir natürlich dann erstmal soweit sein, dass wir die Geschichte erledigt haben. Und deswegen... ...20 km/h, schnell ist es ja nicht. So. Würde ich sagen, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.